Pitgen Energie in Flaschen, geht das? Bitte was? Energie in Flaschen. Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge Space Engineers im Multiplayer. Wieder mit dabei, der Mike. Hi. So, ich habe jetzt erstmal hier sein Bohrschiff gekapert. Gemacht hast du es kaputt. Ich habe doch gesagt, du sollst doch nett sein zu ihm. Ich war nett. Ich habe nur das Cockpit kaputt gemacht. Ja, ist alles kaputt hier. Alles kaputt. Macht alles kaputt. Also, Gruppen, was haben wir denn hier? Antrieb, Auswurf, Bohrer und Licht. Den Antrieb legen wir mal auf die 9 an aus, genau. Der Auswurf, der kommt auf die 7. Rauswerfen an aus. Bohrer kommt auf die 1. Block umschalten an aus. Und Licht, naja, packen wir dann auf die 3. Auch an aus. Gut, dann versuchen wir mal. Auf die 1 drücken. Oh, rappelt aber nicht schlecht. 3 ist Licht, funktioniert auch. Auswurf. Der Auswurf schmeißt dann aber nur die Steine raus, richtig? Ja, bis dato hat er es auch immer brav gemacht. So, und die 9 sind die Triebwerke. Funktioniert scheinbar auch. Sehr schön. So, dann wollen wir noch mal gucken, wo der nächste Asteroid ist. Direkt vor der Tür. Ja, oh ja, bei dem gibt es sogar Uran. Wie war das mit dem Schiff? Konnte man mit dem bedenkenlos durch einen Asteroiden durchgehen, oder? Kann man eigentlich machen, wenn man will. Kannst ja auch ein größeres Loch fräsen und kannst dich umdrehen. Aber das sind also so eh schon. Yes, sir.
Ja, das sieht urig aus. Bohrt sich sehr schön dadurch. Gefällt mir. Naja, das ist ein Job. Ah, jetzt sehe ich das hinten mit dem Stein, wie er so rausschmeißt. War ja auch so geplant. Ja, was von meiner Seite nicht so geplant war, ist, dass ich mich jetzt zwar durchbohre, aber hier irgendwie außer Stein nichts anderes erwische. Nun, muss ja auch in den Vorkommen ja auch rein. Ja, er hat mir ja Eisen und so weiter angezeigt, aber ein bisschen versetzt wohl. Eisen ist nicht so rötlich, so rostrot. Rostrot ist das nicht. Hast du zufällig von diesem Schiff ein Blueprint gemacht? Nein, hab ich nicht. Weil das ist so ein Schiff, das baue ich immer so. Dafür brauche ich gar keinen Blueprint. Okay. Hat auch nur einen Container, oder wie? Weiß ich nicht, ob der jetzt einer hat. Kann aber sein, dass er nur einer hat. Den ich hier unten habe, glaube ich, den mal. Nee, der hat auch noch. Cockpit, Connector, Large Cargo Container, Large Reaktor, Drill. Da können wir auch nur einen Large. Reicht aber auch. Verschiedene Injektor. Ja. Weil ich will sowieso zusehen, also macht den mal nicht ganz voll, sonst wird es glaube ich ein bisschen problematisch. Warum? Landen mit dem Mond, du hast da Schwerkraft. Ich will nicht auf dem Mond landen. Ich lade das um in meinen Transporter. Da kannst du laden. Ja, das geht dann. Dann kannst du ihn voll. Machst auch die Bohrer voll. Alles. Ja. Mal davon abgesehen, dass ich hier im Augenblick sowieso nur Stein wegfräse. Was mir bei diesen ganzen Bohrschiffen, aber bei allen, auch bei denen, die ich selber gebaut habe, fehlt, ist eine Taste für Vorschub. Sprich, wo ich einfach dann nur Vorschub gebe, der nur ganz gering ist, weißt du? Schubüberbrückung. Ja, richtig. Ja. Habe ich noch nie eingebaut, wäre aber eigentlich sinnvoll bei so einem Bohrschiff. Das so festzulegen und ja. Ja. Muss ich mal austesten, wie viel er dann Überschub geben soll und dann war es das. Oder ansonsten machst du in dem Sinne die Dingsbus hier, die vorderen Triebwerke. Mal zum Beispiel halt bei den atmosphärischen Sachen, da habe ich einfach die vorderen, die mache ich auf einer separaten Taste und dann schalte ich die ab. Und somit, ja. Behält er dann auch im Grunde genommen die Geschwindigkeit dabei, ohne dass er immer wieder in dem Sinne, ja. Gegensteuern muss. Das ist richtig. Mit einem Posten. Ich bin nur nicht vergessen. Ich glaube, ich bin gleich durch. Ich sehe da schon so oben in der Ecke schon mal so ein bisschen, so ein bisschen Weltall. Also so ein bisschen Sterne. Das bin ich jetzt Taschen.
Nein, das sind keine Taschenlampen. Ach, da bin ich mit Taschenlampen. Frage, ach, haben Sie heute Morgen einen Clown gefrühstückt? Jawohl. Das ist ja normal bei dir, ne? Oh, es wird gleich gespeichert. Aha, Lackskanne. Ja, was wir schon mal so weit haben, ist ja schon mal ganz gut. Nein, Flex her. Aua. So. Mal so ein bisschen in die Richtung gehen. Er sagt Uran noch 18 Meter. Tja, dann sind es noch 18 Meter. Und vor die vor den Auswurf hast du einfach einen Sorter vorgepackt oder wie hast du das gemacht? Richtig. Ja, der Sorter, der hängt direkt am Conveyor-System. Danach habe ich die Dings gemacht hier, die eigentlichen Conveyors, und da hängen dann die Auswürfe dran. Okay. Praktisch. Noch mal kleiner hier unten auch. Da schmeißt auch die Steine nach hinten. Sieht immer nur so merkwürdig aus.
Uran, noch 2 Meter, sagt er. Jetzt sagt er wieder 1,6. Bin ich durchs Uran durch. Ja, Uran, je nachdem, was du dafür eins hast, kann es natürlich dir passieren, dass... Gucken wir doch mal im Inventar. Oh ja, 81,9 Tonnen, 82,1. Und im Connector sind auch schon 9, und. Ja, kann schon mal passieren. Oder? Und ja, das ist also, ja. So richtig nett durch Uran durchgebohrt. Was war passiert? Ja. Ich werde dich nicht, du musst es verarbeiten. Bitte was? Ich werde dich aber nicht, du musst es ja verarbeiten. Ja. Nicht, dass ich das höre, das ist so viel Uran. Das kann gar nicht genug sein, oder wie war das? Also Uran, behaupte ich mal, ist eins der Materialien, was man eigentlich nicht genug haben kann. Ja, du weißt ja, ne? Der Treibstoff, ne? Wenn man den zu viel haben kann, ne? Ja, ja. Ja. Ah, ne? Hallo, ne? Ja, ja. Oh, das, oh, da war was nicht. So, ich mach das einfach so, okay? Ja, gut. Mach das einfach so. Ja, so. Bin so verstanden. So. Und Tom ist auch da, noch ist da und da und da. Hopp, 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 hopp. So, der Multischweißer hier. Wupp. Jawohl. Das war nicht richtig. Ich, oder? Nein, war das jetzt richtig? Nein, war das nicht richtig? Nein, war das auch nicht? War das nicht? Das ist richtig. Genau, das ist richtig, weil es richtig ist. Weil ich den Kopf geschmissen habe. Ich habe aber auch die Mühe. Connector ist gleich voll. Macht nichts. Was ist denn Bohr? Aber der Container ist ja noch längst nicht voll. Ach, etwas mehr als halb. Hier. Das ist ja mal gar nicht viel, hör mal. Mann, das ist wie geizig. Also kann mich wundern, dass du nicht auf dem grünen Zweig kommst. So. Ich denke mal, so ein Flieger in der Art sollte ich mir für den Mond bauen. Warum schlecht ich das denn? Aber dafür kann er zuladen. Wenn der mal in den Asteroiden reinlangt, dann langt er richtig rein. Ja, ich sehe es. Gib mir alles, sagt er da. Gib mir alles. Gib mich dein Bestes.
Oh, schön ist immer, dass da ein Stein hier raus wird. Das ist wirklich sehr sinnvoll, ja. Ja, weil irgendwann hat man die Nase voll gehabt, den Stein immer wieder wegzuwerfen, rauszuwerfen und so weiter. Das muss ich auch. Dann schmeißt man nämlich gleich raus. Richtig. Geht ja alles. Geht ja alles. Geht ja alles. So. Ich baue auf und reiß nieder. Auf und nieder immer wieder. Du nicht dahin, du bist verkehrt. Du bist verkehrt, wenn es halt nicht richtig ist. Das ist mir auch egal, ob du die gleiche Farbe hast oder nicht. Du bist trotzdem verkehrt. Ta-ta-ta-ta-ta. Ich schmeiße mir den Wolf, ich schmeiße mir den Wolf, ich schmeiße. Ja. Wieder hoch, schön wieder runter. Mann, der kann das elegant hier, du. Ich bin begeistert, ich bin begeistert. Oh, das wird Spaß machen. So, wie voll ist er denn? Doch unten allerdings, ne? Gut, aber. 50 kann er noch. Ja, guck dir mal die Bohrer an, die können auch noch jede Menge machen. Ja. Ah, nicht zu unterschätzen, nicht zu unterschätzen. Ja, ist richtig. Da ist 9 Bohrer dran. Das heißt, ein Bohrer mal 9, das ist 4. Viel für deine Raffinerie. Aber sage nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Und dann machen wir ein Schauspiel. Gucken wir alle zu, wie deine Raffinerien das Uran verarbeiten. Ne? Jo. Oh, haben sie endlich mal ein bisschen wieder was zu tun, ne? 10 Folgen voll. Ich sag, haben sie endlich mal wieder ein bisschen was zu tun. Wir sind sie auch noch Uran am Durchbaggern. Denk noch, den ganzen Tag krach hier. Mann, das ist so, also nee. Ich kann nicht bis 14, ich habe nur 3 Blöcke aufeinander gesetzt, das müssten eigentlich 4 sein. Was ist das mal zu sagen? Ja, ja. Warum habe ich denn hier? Achso, das ist das. Ich muss ja sagen, wo habe ich denn ein Loch gesehen? Ha, weil ich da unter reingebuddelt habe. Und es vergisst. Sich dann beschwert, warum ist da ein Loch? Ne? Alles hier schön in blau und gelb. Alles in blau und gelb. Ist das nicht hässlich? Das sieht aus, als wenn es nur noch Stein wäre, was hier jetzt kommt. Ich finde nicht, dass das ein bisschen zu unproduktiv ist, Steine rauszuballern. Ja, wenn ich einmal durchfräse durch den Asteroiden und da kommt dann meine Schicht, wo nur Stein ist. Ja, das klappt auch gut, genau. Ich habe so ein paar Blöcke aufeinander gesetzt, habe ein paar weggeschweißt. Unter sind weg und dann bub, 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 die anderen da hinterher. Ja, Heißspann. Und schon von hier. Jawohl. Oh, das eine Fläche ist ja schon leer. Hm, 25% drin. Das ist auch mal schön. Eine Tür. 5%. 5%. Ja. Tür dran. Dann das Haut erfüllen.
Hätte gerne Energie in Flaschen, geht das? Bitte was? Energie in Flaschen. Ja, so manche Flasche hat noch Energie, ne? Nee, Sauerstoff und Dings hier in Flaschen. Warum gibt's denn da nicht in Flaschen? Doch, hat er doch. Das ist richtig. Putsch. Das ist richtig gemacht. Nein, kann ich nahe zu der wieder. Das ist richtig gemacht. Erzählen. Jetzt habe ich das hier, aber das dran. Mit drei, das klappt. So, aber ob wir hier irgendwann den Ausgang wiederfinden, das seht ihr in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Uns wird's freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.